Herzlich willkommen auf meinem Multikulti-Channel. Ich bin Zoro Laser und heute möchte ich ein kleines Unboxing machen mit euch. Und da habt ihr jetzt schon gesehen, um was es geht. Fertig. Und was haben wir hier drin? Hier haben wir sehr gut eingepackt, ey, muss ich sagen. Top. Dann so einen schönen Schuhkarton. Und hier haben wir Adapter. Ah, cool. Das ist geil. Das ist richtig geil, dass er hier die Anleitung gibt. Aber es steht ja auch, man kann das auch online lesen. Aber finde ich gut, dass hier das steht, wie man die anbringt. Und zwar sind das richtig geil gefräste, also CNC gefräste Adapter für den Blade. Und damit können wir den Blade, so gesehen, können wir den Blade umbauen auf einen vollwertigen Quadrocopter. Sagt man das so? Wir können ihn so umrüsten, dass wir nicht mehr angewiesen sind auf die Standard-Rotorblätter. Sagen wir es mal so. Und, oh krass, da ist sogar jeder einzeln verpackt. Ach, sogar steht sogar drauf. Ey, oh, wie geil ist das denn gemacht? Also, hier bezahlt man wirklich Qualität, ne? Das finde ich einfach super. Das Set hat gekostet, genau, 29,90. Und ich muss ganz ehrlich sagen, habe ich gerne bezahlt. Das sieht hier wirklich super, super professionell aus. Dieses Meerschweinchen, ne? Trinkt schon wieder. Wahnsinn. Das macht es absichtlich. Ich schwör's. So, jetzt hat's aufgehört. Finde ich richtig professionell. Super drauf, dass es hier drauf geschrieben ist. RH, LH. Und dann dürfte das hier auch stehen, ja, LH. Und das ist einmal links drehendes Gewinde und einmal rechts drehendes Gewinde. Und dann wird hier noch auf der Zeichnung gezeigt, wie rum die draufgeschraubt werden. Richtig geil, damit im Flug sich die Rotorblätter hier oder die Muttern nicht lösen. Und das Geile ist, das sind so, ja, die sind extra so gedreht worden, dass sich die, wenn der Kopter an ist, man braucht diese Schrauben echt nur handfest ziehen, ne? Und durch den Flugbetrieb ziehen die sich selber fest. Also das ist richtig cool. Richtig geil. Hier alle Schrauben mit dabei, richtig stark, sogar die Unterlegscheiben, alles am Start. Und ich zeige euch jetzt mal so einen Adapter. Ich werde den nicht auspacken. Ich werde ihn euch einfach nur mal zeigen, wie schön der aussieht. Ja, und damit ist es jetzt möglich, jede Art von Rotorblatt zu benutzen auf dem Blade und ist nicht mehr angewiesen auf diese hauseigenen. Und das finde ich richtig stark. Guck mal, wie super gearbeitet das ist. Ey, starke Nummer. Ey, das ist mal wirklich ein geiles Upgrade für den Blade. Ja, weil das Problem ist, was mich richtig stört am Blade ist, ich habe diesen Koffer und diese Rotorblätter müssen immer abgemacht werden. So, und die Rotorblätter, die standardmäßigen, sind immer mit zwei Imbusschrauben befestigt. Und dann müsst ihr da immer diese blöden zwei Imbusschrauben lockern, abziehen. Und dann müsst ihr diese kleinen Schrauben aufpassen, dass ihr die nicht verliert und, und. Und diese Adapter, die schraubt ihr drauf, zack. Da macht ihr hier oben die Mutter locker. Nehmt den Propeller ab, schraubt die Mutter wieder drauf, habt den Propeller einzeln, hier die Mutter drauf, packt den Propeller ein, packt den Blade ein, fertig. Ihr kommt irgendwo an, Mutter locker, Propeller drauf, Mutter drauf, könnt loslegen. Bei Blade ist es so, den Propeller nehmen, den speziellen, dann aus dieser kleinen Kiste, die ich habe, die zwei Schrauben, darauf schrauben, zack, zack, zack. Wenn ihr Pech habt, nudelt da noch eine Schraube aus, ist mir schon passiert. Und ja, dann ist das die totale Zeitverschwendung, da erstmal diesen Kopter aufzubauen und mit diesen Adaptern ist es endlich vorbei. Richtig geil, der Preis, richtig, also Top-Preis. Ich find das absolut in Ordnung, wirklich. Für die Verarbeitung, ich bin hin und weg, ey. Wirklich geil, top verarbeitet, super. Unterlegscheiben, Befestigungsschrauben, alles am Start. Kann ich leider noch nicht benutzen, das heißt, diese Woche, am Wochenende kann ich den leider noch nicht mit den neuen Sachen fliegen, weil meine Aeronauts, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, Aeronaut, ich habe mir die geholt für diese Adapter hier, aber die wurden erst Freitag losgeschickt, ja. Kommen erst nächste Woche, also erst nächstes Wochenende. Egal, ich mache ein Video, wie ich sie anbaue und dann gucken wir uns die mal an. Richtig geil. Kommen wir zum nächsten. Also Hammer, finde ich richtig gut. Da zeige ich auch mal den Shop gerne ins Bild. Da habe ich die auf jeden Fall her. Richtig geil. Top, 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 top. Ja, hier habt ihr den Shop nochmal. Da habe ich die her. Geiler Preis. Super. So, das zweite ist ein Brushless Gimbal. Und zwar von Valkera ist der, made in China. Und ja, eigentlich für den Valkera Quadrocopter, aber das ist ja scheißegal.
Und ich finde, der sieht Hammer aus. Also der sieht wirklich Hammer aus. Hier haben wir so einen Ring. Dann haben wir hier den Gimbal drin, ne? Den wir so rausholen können. Dann können wir den hier so durchschieben. Dann haben wir hier noch eine kleine Tüte. Eine Anleitung. Und dann war es das auch schon. Ja, ist ein Brushless Gimbal, ein 2WD Brushless Gimbal nur und nicht ein 3D. Die 3D haben meistens hier auch noch einen Motor, der dann die Drehrichtung mitmacht. Aber ich finde, ein 2WD Brushless Gimbal ist vollkommen ausreichend, weil hier die Funktion der normalen Achse gegeben ist, um die Kamera gerade zu halten. Und ja, für den Preis, was ich bezahlt habe, top, also 75 Euro. Und sieht richtig geil aus. Hier haben wir den Controller. Wir können diesen Brushless Gimbal auch steuern. Hier haben wir die verschiedenen Anschlüsse. Die sind hier aufgelistet. Da steckbar. Dann haben wir einen separaten Stromanschluss. Wir können das Ganze auch über den Quadcopter laufen lassen. Aber wenn man das nicht möchte über den Flugakku, dann kann man hier extra nochmal einen Stromanschluss an, so einen extra Akku anschließen. Ich zeige euch das auch gleich nochmal. Ja, auf jeden Fall können wir hiermit den auch steuern. Das heißt, wir können hier so, dass er hier hoch und runter geht, ne, kann man ansteuern. Was ich auch noch cool finde, ist, gut, das kann ich jetzt zwar nicht mit dem Blade machen, weil die Funke dafür nicht geeignet ist, aber das ist mir egal, ich möchte erstmal den so testen. Was ich aber gehört habe oder gesehen habe, ist, man kann hier mit dem Schraubenzieher, der hier mit bei ist, aus Plastik, den kleinen schwarzen hier, kann man hier verstellen und dann kann man da schon im normalen Modus hier diesen Winkel ändern. Das werde ich alles noch austesten und probieren, ob das wirklich so ist. Ja, ansonsten ein super cooles Brushless-Set. Ich habe das natürlich schon ausgepackt und schon getestet. Der soll angeblich, wenn wir den so unter den Blade schrauben, ohne extra Füße, soll das funktionieren? Werdet ihr alles sehen noch, da werde ich dann noch ein extra Video drüber machen. Aber ich möchte euch die Funktion zeigen. Und zwar ist das Tolle hier an den Z, das Ding ist eigentlich für die GoPro gedacht. Und zwar für die Hero 3. Ich habe ja hier meine Hero 4. Und ich habe ja auch noch die Fälschung. So, und die Fälschung, die ist ja, wie ihr seht, dicker. So, und da gab es hier nämlich auch schon Probleme. Das Tolle ist, die Fälschung hat aber die gleiche Größe. Und das ist wichtig. Dadurch passt nämlich auch die Fälschung hier in die Halterung. Problem ist aber, da sie dicker ist als die GoPro, wie wir ja schon sehen, ist das einiges, sind hier die Schrauben nicht passend. Da habe ich einfach von einem An- und Ausschalter die Schrauben genommen, die sind nämlich länger, und habe die hier reingesetzt. Das sind nämlich jetzt Kreuz und nicht mehr die kleinen Imbus. Die habe ich nämlich hier reingeschmissen. Das wären dann nämlich diese hier. Das hier sind die Originalen. Und da habe ich einfach hier die vom An- und Ausschalter genommen. Und das möchte ich euch mal zeigen, die sind nämlich einen Tick länger und dadurch können wir jetzt auch unsere Fälschung hier benutzen. Ich mache das mal eben und dann zeige ich euch das gleich mal. So, wie ihr seht, kann ich das hier festschrauben ohne Probleme. Zack, zack, zack. Und die Kamera sitzt hier drinnen. Einfach längere Schrauben von unseren An- und Ausschaltern und schon sitzt das Ganze. Und schon können wir den Gimbal auch mit einer Fälschung benutzen. Finde ich richtig geil. Also das finde ich mal flexibel. Wirklich, richtig cool. Wofür der Ring ist, weiß ich noch nicht. Muss ich mir mal informieren. Ich habe mal gesehen, ein paar Videos. Ich informiere mich ja immer darüber. Und da habe ich mal ein paar Videos gesehen, dass das Ding irgendwie hier so drangeschraubt worden ist. Und zwar so. Ob ich das mache, weiß ich nicht. Ist, glaube ich, zum Gewichtsausgleich. Bin ich mir nicht sicher. Wir können den ja mal dran lassen. Mal gucken. Dann haben wir, wie gesagt, hier auch noch Kabel drin. Wir haben auch noch ein paar Imbusschraubendreher mit dabei zur Befestigung. Das Ganze ist hier mit so einer Schiene. Die wird an den Kopf da unten rangeschraubt und diese Schiene soll dann so hier irgendwie eingehakt werden. Ich guck gerade mal. Ich weiß auch nicht wie genau. Ach, so rum, oder? So rum? Ah, guckt euch das an. Die kommt hier so rein. Ah, okay. Und wie soll man denn da durchkommen? Hm. Keine Ahnung. Da muss ich mich nochmal schlau machen. Vielleicht habe ich den auch falsch rum reingesetzt. Vielleicht so rum. Keine Ahnung, Leute. Weiß ich nicht. Muss ich mich mal schlau machen. Ist auf jeden Fall so eine Halterung.
die man dann hier, so wie ihr gerade gesehen habt, befestigen kann irgendwie. Dann haben wir hier noch verschiedene Anschlusskabel drin. Die kleine Mahnschraube ist für diesen Ring. Denn die zwei Schrauben, die ich rausgeholt habe, dann sind hier noch so zwei dicke Schrauben. Ich glaube, das sind die Befestigungsschrauben für hier den Halter. Und dann haben wir hier noch so zwei kleine Servokabel. Oder, ja, sind ziemlich winzig, würde nicht reichen. Ne? Und das Stromkabel, da möchte ich mal kurz drauf eingehen. Aber ich finde trotzdem cool, dass alles dabei ist. Auch so ein kleiner Schraubenzieher aus Plastik hier. Ist in Ordnung. Hat hier sogar so einen Clips, vielleicht kann man den irgendwo ranmachen. Keine Ahnung. So, ich möchte euch das Produkt natürlich auch kurz zeigen, dass es funktioniert. Und zwar können wir das Ganze hier mit einem 3S und einem 2S Libro betreiben. Und das möchte ich euch kurz zeigen. Ich habe hier jetzt mal ein 2S vorbereitet. Passt auf hier, dass ihr richtig anschließt. So, dann muss der sich kurz mal hier kalibrieren, denke ich mal. Und wenn er das getan hat, dann dürfte er eigentlich jetzt hier gleich loslegen. Da geht schon los. Und ja, wie ihr seht, seht ihr nichts, weil ihr von oben guckt. Aber ihr seht das hier schon. Ich bewege hier und die Kamera behält immer die Position. Gehe ich jetzt zur Seite, schaltet sie sich ab. Gehe ich wieder gerade, ist der Betrieb wieder da. Ich weiß nicht, wofür der Ring ist. Vielleicht ist dieser Ring wirklich eine Ausgleichung. Ich mache den mal ab. Oha. Okay, sobald ich an dem Ring hier zugange bin, fängt die hier an zu wackeln. Also hat dieser Ring vielleicht doch irgendwas zu bedeuten. Ich trenne mal kurz den Strom. Ich habe keine Ahnung, wofür dieser Ring ist. Okay, jetzt hier gerade was passiert. Keine Ahnung, wofür dieser Ring ist. Muss ich mir mal durchlesen in der Anleitung. Aber irgendwas hat dieser Ring auf jeden Fall auf sich. So, ich schließe das Ganze nochmal an. So, müssen wir noch mal kurz warten. Und dann kann man den 2S Lipo halt eben irgendwie hier mit drauf befestigen oder am Kopf da selber befestigen mit doppelseitigem Klebeband. Und das reicht aber hier auch schon. Zack, oha, da haben wir gerade schon ein bisschen Ruckler gesehen. Vielleicht brauchen wir ja echt den Ring, aber ihr seht, es funktioniert auch ohne den Ring. Und ja, da bin ich mal auf die Aufnahmen richtig gespannt. Das war zu viel. Ah, guck mal hier. Das geht auch noch. Ja, das Ganze kostet 75 Euro und ich habe mir gedacht, das wäre vielleicht auch für Leute interessant, die eventuell ihre GoPro in die Hand nehmen wollen und damit filmen wollen, weil man kann das Ganze ja auch hier einfach an den Stock befestigen oder an den Griff und kann damit ja auch filmen, ganz normal, und kriegt richtig geile, saubere Aufnahmen hin, weil das hier ja schön entkoppelt wird. Ja, bin ich mal gespannt. Zack. Ich finde ihn geil. Ich finde ihn super. Für das Geld wirklich top. Krass. Ich finde den so Hammer, ey. Das ist so cool. Ich bin richtig gespannt auf die Aufnahmen. Wie stark die werden. Ja, wollte ich euch auch mal zeigen. Als nächstes kommt irgendwann auch das FPV-System noch dazu. Wie gesagt, ich werde mir das hier langsam alles Stück für Stück besorgen. Und das ist jetzt schon mal der erste Schritt. Und wir werden mal gucken, was als nächstes noch kommt. Ja, wenn ich jetzt irgendwie wieder was falsch gesagt habe oder so, könnt ihr mich ja gerne berichtigen in einem vernünftigen Ton. Die Verarbeitung, muss, sage ich jetzt mal kurz noch was dazu, sieht sehr ordentlich aus. Also die Materialwahl sieht hier wirklich vernünftig aus. Es sieht hier nicht irgendwie so aus, als hätte man hier 0815 in der Hand. Es fühlt sich wirklich sehr gut verarbeitet aus, also wirklich top verarbeitet aus. Ich werde noch mal kurz was ausprobieren. Und zwar hier mit so einem Servokabel, was damit bei ist. Das wäre ja richtig geil, weil dann könnte man den auch noch irgendwie anbringen und dann könnte man die Kamera von der Höhe verändern und muss das nicht andauernd mit so einem Ding regeln. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, das sieht gut aus, Leute. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht geil aus, Leute. Es funktioniert. Wie cool ist das denn? Also, ich habe jetzt hier mal den Servotester angebracht und ihr seht ja die Kamerawinkel. Und jetzt kann ich hier durch Drehen vom Servotester den Winkel verändern. Das würde dann nachher später unsere Funke machen, wenn wir so einen Drehputti hätten. Und wie ihr seht, können wir hier
die Kamera verändern, indem wir hier dran drehen. Wie geil ist das denn? Wir haben ja auch hier einen Servotestlauf. Mal gucken, ob der das macht. Jetzt geht die Kamera automatisch immer hoch und runter, oder? Nee, das ist die Mittelposition. Ah, hier. Kommt euch das an? Ja, funktioniert. Sehr geil. Ja, richtig geil. Ich glaube, den werde ich mit anbauen. Oha, Alter, wie weit geht denn das bitte? Das ist ja krass. Sogar, oha, das ist, ey, cool gemacht, ey. Ich glaube, das mit dem Servotester, den werde ich mir mit daran machen an den Kopter. Und dann kann ich immer hier schön dran drehen und kann immer schön die Position ändern. Cool, was passiert, wenn ich den jetzt abziehe? Hier. Oh, ah nee, dann gleicht er das wieder aus. Okay, dann gleicht er das wieder aus. Gut, dann möchte ich jetzt noch mal kurz was gucken, indem wir hier unten mal dran drehen. Ah, okay, seht ihr das? Das heißt hier unten, ich drehe mal kurz hier über Kopf an dem Putti. Ah ja, okay. Vielleicht könnt ihr das sehen, ich muss das mal kurz so komisch halten. Wir können hier an dem Putti drehen und damit können wir den Winkel auch so verändern. Seht ihr das? Ah, das ist ja stark. Ja, cool. Coole Nummer. Kann man also auch mit dem Schraubenzieher, auch ohne den Servotester, kann man auch hier mit dem Schraubenzieher, ich zeig das mal kurz, hier in dem Loch, wenn wir da dran drehen, mit dem kleinen Plastikschraubenzieher, können wir hier den Winkel auch verändern von der Kamera. Ey, richtig cool, ey. Sowas finde ich geil. Top. Sowas feiere ich tierisch. Besonders für das Geld. Hammergut. Richtig stark. Und wie gesagt, kleine Modifikation mit den Schraubenänderungen und schon könnt ihr auch eine normale Kamera dran machen. Hier so eine SJ zum Beispiel, anstatt eine Hero, wie vorgesehen. Ja, dafür habe ich wie gesagt einfach nur die Schrauben hier getauscht gegen längere von so einem An- und Ausschalter. Und wie ihr seht, funktioniert das richtig gut und passt auch ordentlich hier rein. Ne? Hat keinen Platz oder so, wackelt da drin auch nicht rum. Ja. Ja, gut. Cooler Einblick. Hat mich mal interessiert. Wofür hier noch so die anderen Knöpfe sind, weiß ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Soweit habe ich mich noch nicht informiert. Aber ich werde vielleicht noch mal meine Äußerung dazu geben. Ja, gut, das war's zu dem Unboxing. Ich hoffe, ich habe euch so einen kleinen Einblick gegeben. Vielleicht hat sich jetzt der ein oder andere interessiert sich hierfür auch. Wie gesagt, weiß habe ich gewählt, weil mein Kopf da ja auch weiß ist und das passt einfach perfekt zusammen. Jetzt müsste ich mir eigentlich noch eine originale SJ6000 kaufen, gibt es aber nicht. Da kommt aber auch noch ein extra Video. SJ6000 existiert gar nicht von SJ. Ne? Das ist irgendeine Fälschung. Jetzt müsste ich mir theoretisch eine SJ4 oder 5000, die gibt es nämlich, in Weiß besorgen und dann wäre das ganze Paket ja noch perfekt. Vielleicht mache ich das sogar. Ne? Mit FPV dann noch. Vom Gewicht her, mit der Kamera zusammen, okay, ohne Kamera wiegt das System eigentlich gar nicht so viel. Also das ist wirklich sehr leicht gebaut, aber auch echt massiv. Also hier der Arm zum Beispiel ist, glaube ich, aus Alu, weil man kann hier so leicht die Verschraubungen sehen und das sieht mir so aus, als wäre das wirklich Alu und nicht irgendwie Plastik. Da seht ihr an der Verschraubung, das sieht mir nicht billig aus. Ja. Wofür dieser Ring ist, weiß ich nicht. Mir kommt so vor, als würde der das irgendwie als Gewicht brauchen oder so. Ich keine Ahnung. Muss ich mal gucken. Ne? Vielleicht weiß es ja auch einer da draußen, der kann das ja dann gerne in die Kommentare schreiben. Ja, richtig geil. Ich freue mich schon auf den ersten Flug. Ja, das war's mit dem Unboxing. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin euer Laser und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!